Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play German 100% The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir haben im letzten Part die Kiddies wieder gefunden, obwohl, der hatten wir schon davor wieder gefunden, aber da waren wir im Schattenreich, das heißt, sie haben uns nicht erkannt und wurden über das Problem der Goronen aufmerksam gemacht, welche oben auf dem Berg da irgendwo leben. Da, Feuerberg. Steht hier? Gut. Ja, dann werden wir mal schauen, was wir hier so tun können. Ich glaube, in Kakariko ist gerade nicht so viel los. Aber das wird schon noch, das verspreche ich euch. Ja, ja. Ich glaube, hier können wir auch nicht. Doch, hier können wir rein. Okay. Aber ich glaube, da ist nichts Wichtiges drin. Deshalb gehen wir vermutlich am besten gleich wieder raus, oder? Ach, hier waren wir ja schon mal drin. Als Wolf. Naja. Heute ist der 18.09. Das heißt, morgen kommt endlich nach so langer Wartezeit Hyrule Warriors oder Warriors. Ich sag eigentlich immer Warriors, aber ich habe jetzt Warriors mir angewöhnt und Moment. Bomben. Bomben. Dieser Typ, wie hieß der? Burns, der verkauft doch Bomben. Können wir uns von dem welche ausleihen? In Anführungsstrichen. Ah, da ist er ja schon. Ja, hallo. Ja, im Lager. Mein Schießpulver. Was macht das? Ja, verdammt. Elende Biester. Ich weiß nicht mehr, wie ich den gesprochen habe. Das ist immer so ein Problem. Ich glaube, den letzten Part habe ich vor 2 Wochen oder so aufgenommen. Naja. Aber hier stand ein Schild. Das Feuer verboten. Das heißt, was passiert, wenn wir jetzt... Ja. Okay, das akzeptiere ich mal so. Und ich richte mal kurz mein Mikro. Puff. Wundervoll. Und heute wurde auf jeden Fall im Rahmen der Tokyo Game Show in Japan, wer hätte es gedacht bei Tokyo, etwas bekannt gegeben für Hyrule Warriors. Zwar erstmal... Ups. Ah! Das war erstmal nur für den japanischen Markt, aber... Moment, mir fällt was ein. Aber es wurde halt was bekannt gegeben. Und zwar wurden sehr viele DLC-Packs eingegrenzt von der... also wann sie erscheinen und es wurden neue angekündigt. Außerdem wurde schon ein Update geschrieben. Ich glaube, hier oben war das, oder? Ach nee, da sind Bomben vorher. Müssen wir dann erst noch später wegsprengen mit den lieben Bomben vom lieben Burns. Ja, es wurden jetzt auf jeden Fall ziemlich viele DLCs bekannt gegeben. Oder auch erstmal ein Update, was in Japan am 30. September rauskommen wird. Japan ist das Spiel ja schon sehr lange draußen, schon, ich glaube schon 2 Monate, ne? Am 30. September wird man auf jeden Fall ein kostenloses Update herunterladen können, indem man, ich zitiere... Ne, ich zitiere nicht, ich sag's einfach nur. Dem man Shia, ich spreche sie jetzt einfach mal Shia aus, weil ich nicht weiß, wie sie ja nicht ausgesprochen wird. Werden wir hoffentlich noch irgendwie mitbekommen. Ja, man wird auf jeden Fall ab diesem Update Shia, Valga, wenn er so auf Deutsch heißt, und den Hexer spielen können. Ich weiß immer nicht, ob das bei... Ach, Gott. Halt! Menschen haben hier keinen Zutritt! Hier beginnt das Territorium des stolzen Volkes der Goronen. Wer hier eindringt, der wird das bereuen. Ah, ist mir doch scheißegal. Moment, 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 die Ziegen! Ah! Scheiße. Ach, du Schwächling. So kannst du gegen einen Goronen noch nie etwas ausrichten. Ist dir das klar? Dann mach, dass du von hier verschwindest. Ja. Okay. Verschwind ich mal. Tschüss. Ich wollte gleich mit meinem Boomerang runter. Außerdem wurden ziemlich viele Updates, nee, nicht Updates, sondern DLCs ausgesprochen. Oh, hallo. Ah, du bist wohl auf. Ich hatte gesehen, dass du in die Berge gehst. Da musste ich dir einfach folgen. Aber ich bin hier stehen geblieben, weil an dem Spawnpunkt kommt man sonst nicht weiter. Aber sag mir, Flo, willst du nicht etwa zu den Goronen? Am Feuerberg? Das war viel zu gefährlich. In diesem Volk gilt das Recht des Stärkeren. Jemand, der nicht genug Kraft hat, den
werden sie ignorieren und in den Boden trampeln. Oh. Aber einen Menschen kenne ich, der hat genug Kraft bewiesen, um sich den Respekt der Gewohnten zu verdienen. Ja, sein Name ist Borgo. Genau. Der Bürgermeister deines Heimatdorfes Orden. Den meine ich. Naja, du solltest ihn besuchen und um Rat fragen. Könntest du den Dorfbewohnern außerdem berichten, dass ihre Kiddies in Sicherheit sind? Ja. Oder du könntest sie mitnehmen. Zu Fuß durch Ebenen voller Monster? Das ist gefährlich. Ich glaube, die Kinder bleiben eher mal hier, bis die Eltern sich dann mal hier rüber bewegen mit der Deutschen Bahn. Verspätung und so. Naja. Egal, die sollen sich auf jeden Fall keine Sorgen machen. Sag ihnen. Das. Okay, dann gehen wir mal zurück. Jetzt dürfen wir wieder über die ganze Ebene laufen, aber was ist das? Ey, das ist Gönni! Gönni, hallo! Und er wird zugeritten von zwei Bullblins. Das ist bestimmt Asynchro. Egal, komm her! Oh, schnell weg. Schnell, spring drauf, ja! Mann, das ist aber nicht so schön! Ah! Okay, wir müssen ihn zureiten! Ja, niederhalten, so, fertig. Wir haben Gönni wieder besänftigt und jetzt müssen wir nicht über die lange Ebene laufen. Ist das nicht toll? Yippie! Ach nee, komm denn jetzt? Mal mit, na. Gar nicht mal so schlecht. Damit kommst du viel leichter in dein Dorf zurück, oder? Na los, mach dich auf den Weg. Du hast was zu erledigen. Schon vergessen. Schmamm. Für den Frieden in der Welt. Und jump drüber. Jups. Okay. Schon wieder der Brief. Flo, wo bist du? Hallo Flo. Ja, passt für dich. Hier steht auch der Absender Tante. Sagt dir das etwas? Noch nie gehört. Also, das wäre erledigt und abgepasst. Jo. Ich komme eigentlich nie wirklich dazu. Moment, wir lesen jetzt erstmal den Brief. Nee. Wo war? Da waren die Briefe, genau. Na Moment, ich habe den Brief vom Briefträger noch nicht gelesen, oder? Die Zustellung von Briefen. Jeder freut sich über Post und deswegen renne ich hin und her. So. Lieber Freund, ich freue mich wirklich, dass wir uns getroffen haben. Wir haben eine tolle Zeit miteinander verbracht. Für mich geht die Reise weiter. Die Reise weiter. Die Welt ist zu groß, um an einem Ort zu verweilen. Wenn auch du noch eine Weile durch die Welt ziehst, treffen wir uns ja vielleicht irgendwann mal wieder. PS, ich habe dir noch gar nicht von meinem Liebling erzählt. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, stelle ich ihn dir vor. Er ist ein guter Junge, der auch als Item verwendet werden kann. Ich bin sicher, wir können richtig gute Freunde. Okay. Man kann also ihr Kind als Item verwenden. Das hört sich doch geil an. Zumindest denke ich mal, dass das Kind ist. Egal. Ich kam eigentlich nie wirklich gerade dazu, die ganzen DLCs anzusprechen. Ich habe auf Google Plus, ja, ich benutze Google Plus, aber wirklich nur um irgendwas zu schreiben, wie zum Beispiel News, zu denen ich so schnell kein Video machen kann. Und zwar wird man ein DLC in Japan runterladen können, und zwar ab dem 30. September waren das ja, das hier und so weiter. Ab dem 30. sondern am 16. Oktober wird das Hyrule Warriors Master Quest Pack released. Und zwar wird man dann mit für 1200 Yen, das sind ca. 9 Euro, ein neues Szenario, eine neue Adventure Map, zwei neue Kostüme und eine neue Waffe erhalten. Ja, also für den Preis von 9 Euro finde ich, ist das, naja, etwas viel. Aber vielleicht kriegt man ja auch Angebote, wenn man die meisten DLCs zusammenkauft. Das fände ich nämlich super Knorke von Nintendo. Beziehungsweise von Tecmo Koji. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Das
sag einfach Kuki. Ja, außerdem wird noch ab dem November, also irgendwann da im November mal, ist noch kein Datum bekannt, ein Twilight Princess Pack, welches wundervolle Spiel wir gerade spielen, gereleased, und zwar soll dieses einen neuen Charakter bieten. Schreibt in die Kommentare, wer das eurer Meinung nach sein sollte. Und außerdem auch 1200 Yen, oder? Ja, auch 1200 Yen. Ich gehe jetzt erstmal hier zu den Typen und sage ihnen, ihre Kinder sind in Sicherheit. Also ein Charakter, eine neue Waffe, zwei Kostüme und eine Adventure-Map. Also der Adventure-Modus ist dieses 8-Bit-Zelda-Game. Wo müssen wir denn hin? Moment, wir müssen jetzt zum Bürgermeister. Hallo, Herr Bürgermeister. Flo. Tatsächlich, Flo. Also bist du noch am Leben. Aber was ist mit deinen Kleidern? Erzähl mir, was ist an dir in letzter Zeit passiert? Komm, komm erst mal rein, dann sehen wir weiter. Verstehe, die Kinder sind also in Kakariko. Naja, dann passt das ja. Das sind gute Nachrichten. Die anderen werden sich ja auch beruhigt sein, wenn sie das hören. Und Ilja, sie kocht sich ja auch dort, oder? Aha, verstehe, ja, Telepathie und so. Also gut, und was das jetzt tun? Ich glaube, es ist im Moment viel zu unsicher, um die Kinder hier zurückzubringen. Aber es gibt doch bestimmt irgendetwas, was wir tun können, um dir zu helfen. Naja. Was? Du suchst einen Weg, um die Goron zu besiegen? okay. Ja, jetzt weiß ich auch, wieso du hierher gekommen bist. Du wolltest mich gar nicht sehen, du willst nur wissen, wie man das macht. Naja, ich zeig dir mal mein Geheimnis an. Du darfst es keinem verraten, okay? Natürlich. Verstanden. Und du wirst es auf keinen Fall verraten. Komm mit. Ja, dann. Du weißt doch, wie man eine Ziege in die Knie zwingt, oder? Ja, es war ein langer Weg, um das zu erfahren. Der Ringkampf funktioniert im Prinzip genauso. Soll ich es dir ganz genau erklären? Nein, ich wollte eigentlich gar nichts sagen, nein. Also gut, dann wollen wir mal beibringen, wie man im Ring eine gute Figur macht. Zuerst einmal in einem Ring, du kreist den Gegner mit A, weichst mit blubbidi-blub aus, verwende die drei Techniken und, nein, ich will es nicht noch einmal hören. Also gut, dann fangen wir an. Sumo. Igitt. Er sieht selber aus wie eine blöde Ziege. Und Link. Ja. Ich glaube, das ist auch das einzige Spiel, in dem man Link ohne Klamotten sieht. Also mehr oder weniger ohne Klamotten. Ja. Weg da! Hey, was willst du? Ich bin schon weg. Weg da! Bäm, in die Fresse. Runter da. Fertig. Du bist tot. Es ist eine Weile her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Aber du scheinst immer noch gut in Form zu sein. Na gut. Ich werde es dir nicht so leicht machen. Greif an, als hättest du einen Geron vor dir. Ernsthaft? Na egal. Im Januar folgt noch ein DLC. Weg da. Und zwar wird das ein Majora's Mask DLC sein, wenn ich gerade mich richtig erinnere. Ja, dieses wird. Oh Mann, komm schon. Das wird auch. Obwohl ich glaube, da ist. Ach, ey, ich bin noch. Spast. Ja, dazu ist, glaube ich, noch kein Preis. Kannte oder doch auch 1200 Yen. Und ja, das wird Majora's Mask Inhalte hinzufügen, welche in dem Spiel ja eigentlich komplett fehlt, außer halt der Mond, wenn man das so nimmt. Ey, ich habe doch auch geschlagen. Pennermann. Ich schlag dich. Ich weich dir aus. Ey, es geht.
Moment, mir fällt gerade was ein. Man kann doch. Ja, man kann. Ah, mir ist was eingefallen. Man kann sich auch unter dem wegducken, beziehungsweise einfach ihn so angreifen, dass es ihn nicht interessiert oder so. Naja, egal. Der letzte DLC wird im. Der letzte DLC wird. Ich glaube, dafür ist noch gar kein Datum bekannt, oder? Obwohl doch. Im Februar soll das erscheinen. Und zwar wird man in mit diesem Pack ein Ganon. Nicht ein Ganon, sondern ein Ganon-Pack erhalten. Welches unter anderem zwei neue Spielmodi beinhaltet. Und ja. Mehr ist dazu eigentlich nicht bekannt. Ich denke, da werden auch noch die DLC-Kostüme von ihm drin sein. Nein. Schubst du hier nicht runter. Ey, Mann, Penner. Außerdem würde es noch. Mann, komm schon. Außerdem würde es für das Spiel noch einen Season Pass geben. Der kostet 3000 Yen, also ca. 22 Euro. Darin soll das Spiel enthalten sein und das kostet 1000 Yen weniger als die normale Version im Übrigen. Und man kriegt als Bonus noch Dark Link zum Spielen. Das sind ganz nette News, wie ich finde. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man kann also gespannt sein, was noch so an DLCs kommen werden. Ach komm schon! Ich schubst dich gleich weg. Ach ja. Du bist jetzt langsam fertig. Ha! Weg da! Der Sumo-Kampf ist echt nicht einfach, finde ich. So. Ey. Ey, Mann! Geh halt mal sterben. Alter Mann, ey. Ey, ich hab doch A gedrückt! Mann! Naja. Dann mache ich mal meinen 3DS aus. Der ist ganz gut mit dem Browser, um diese ganzen Daten nachzuschauen. Während man. Oh! Mann! Geh halt weg da! Ja. Ich würde im Übrigen sagen, dass. Ja, geh! Ja! Mann! Alter Mann, ey. Spacko besiegt. Du bist ja wirklich richtig gut. Das hätte ich nicht gedacht, dass du das so voll im First Try machst. Naja, versprochen ist versprochen. Du kannst die Geruhen besiegen, indem du. Das würde ich dir jetzt gleich sagen. Ja. Naja, auf jeden Fall ist das Geheimnis über den Sieg der Geruhen in dieser Truhe. Na los, mach's ja schon auf. Okay. Meep. Ba. Du erhältst die Eisenstiefel. Mit diesen Stiefeln wirst du so schwer, dass du selbst nicht von einem Geruhen so leicht umgehauen wirst. Öffne mit Hilfe von minus den alten Bildschirm und zieh sie blub an. Wie du siehst, sind diese Stiefel aus soliden Eisen gefertigt. Wenn du sie trägst, wird auch ein Geruhen dich nicht so leicht ummachen können. Zieh sie unbedingt an, bevor du mit einem Geruhen kämpfst. Erzähl aber keinem davon. Vor allem Leonard darf unter keinen Umständen etwas davon erfahren. Ja, ich weiß nicht, ob das schon gesagt wurde, aber Leonard ist dieser, ja, Priester da. In Kakariko. Ich habe, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, gedacht, das wäre ein Gerone. Vielleicht der Hauptkopf, der Anführer der Gerone. Aber nö, das ist ein Charakter, der kein Gerone ist, sondern ein Mensch. Ja, auf jeden Fall, ich denke mal, bei Majora's Mask wird es nicht. Ich weiß nicht, ob der Abenteuermodus vielleicht erweitert wird. Das wäre cool, aber ich denke, das werden sie nicht machen. Vielleicht werden sie irgend sowas machen wie. Keine Ahnung.
Mir ist gerade was eingefallen. Vielleicht machen sie als Charakter ja zum Beispiel Horror Kid oder Dekoling. Ja, das wäre cool. Das finde ich. Das würde ich feiern. Naja, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Ach nee. Stoppt der an so einem kleinen Steinchen. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück auf die Hyrule-Ebene. Und tun uns dort voll sauen mit Wasser. Und Erde. Und Gras. Ja. Ich finde das immer ziemlich cool, die Wand da hinten. Ah, wie wir gerade festgestellt haben, Moment. Ach, okay. Ich kann sagen, wie wir gerade festgestellt haben, reitet Link auch weiter, wenn man in die Ego-Perspektive wechselt. Beziehungsweise Gimli reitet weiter. Und Link sitzt drauf und schaut, aber man kann dann halt nicht steuern, in welche Richtung man fliegt. Man reitet. Und wer fliegt nicht? Vielleicht ein magisches Zuckereinhorn. Der ist so ein Scheiß, naja. Moment, da ist was, da ist was, da ist noch so ein Insekt. Haha, hab dich gefunden. Kleines Ding da. Ha, Kellerassel männlich gefangen. Goldener Körper erfreut jeden Spacko, der Insekten liebt. Nicht so wie ich. Von daher, bewahr ihn einfach mal in deinem süßen Mädchen-Täschchen auf. Ich glaube, hier links war auch noch irgendwo ein goldenes Insekt, oder? Habe ich das schon? Ich glaube. Doch, hier war doch irgendwo was, oder? Hier muss irgendwo was sein, man hört das. Ah, da unten. Eine Kellerassel-Weiblich gefangen. Yippie, da haben wir schon ein paar. Ah! Man kann Gyni auch von hinten besteigen. Dann fährt er aber sofort voll ab da drauf und geht nach vorne. Ich glaube, wir gehen jetzt noch. Oh. Zwischensequenz. Dam, 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 dam. Was ist das? Och nö, nicht schon wieder dieser Arsch da. Zeitlupe. Na, 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 na. Oh nein! Colin, mach irgendwas. Oder auch lieber nicht, dieser Spacko, meint's ernst. Wieso geht die eigentlich nicht mehr weg? Na egal. Er rettet sie. Weg da. Pong. Hallo, ich bin. Da kommt Link. Ich rette euch. Yeah. Natürlich weiß ich sofort, was es geht. Nein! Er nimmt ihn mit! Und hinterher! Ja, ich glaube, das ist jetzt der erste. Beziehungsweise, nee, Moment. Erstmal ihn hinterher. Ich denke, sie sind auf die halbe Ebene geflüchtet. Schnell! Ja, auf jeden Fall ist das jetzt, was jetzt kommt, der, soweit ich weiß, in dem Spiel erste Kampf zu Ross. Und wo hat er so schnell die Stange mit dem Wedel dran her? Na egal. Wieso hat er eine Stange mit dem Wedel dran? Man ist vollkommen unnötig. Nee. Oh nö. Das erinnert mich gerade an Smash Bros. Das nicht. Obwohl doch, einer kann man immer an, hat die Brücke vielleicht in die Luft gespannt. Schnell daher! Ich krieg dich! Du Penner!
Mako, ey. Ich komme! Geh halt da! Stirb, stirb! Ach nee, mein Pferd ist leer. Was haben wir getan? Vorwärts! Denk mal, die Kurve hier, ja, ich wusste es. Jetzt! Ah, komm! Hinter, ja! An der Seite! Krieg dich! Skuni, lad dich doch auf, ja! Ja, von diesen Kämpfen werden wir auf jeden Fall noch ein paar haben. Oh Mann, stirb doch mit Spannung! Die respawnen, glaube ich, auch immer. Also, das werden immer mehr. Ich krieg dich. Ja! Ich muss mir auch noch über Mauern springen. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her! Und geh doch mal! Das macht doch Gönni! Ja, komm, 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 noch einmal. Bam, ist tot. Was ist das jetzt? Wieso wird auf einmal alles rot? Ist jetzt Sonnenuntergang oder was? Tja, so lange rennen wir dem schon hinterher, ne? Nein. Schieß nicht auf uns. Nein, nein, nein. Na toll, das ist auch nicht besser. Oh. Scheiße. Ich glaube, das ist nicht so schön. Nein, definitiv nicht. So, das ist ein Duell nur zwischen dem... Ach, komm schon. Ah, ich sterbe. Das ist ein Duell nur zwischen uns und dem Spacko da. Wir müssen es gewinnen. Ha. Hey, ich hab den doch getötet. Scheiße, ey. Vorwärts, Gönni. Ach Mann, dreh halt um. Dreh um, mein Pferdchen. Übrigens ist im neuen... In Hyrule... Ach, komm schon. In Hyrule Warriors auch Epona, also in unserem Fall natürlich Gönni, vorhanden, aber nur in einer... Ach, lieber. Aber nur in einer, ja, Ah, Mann, weg da! Ey, was ist das denn für eine Scheiße, ey? Aber nur in einer, ja, in der Cutscene, wenn man mit Link gewinnt. Mein Monster, so. Puff. Wie? Ach, kann man abbrechen. So. Mann! Jetzt. Hey! Was ist das für eine Scheiße, ey? Reicht dich halt auch mal voll gerade auf dich zu. So. Vorwärts! Hey, das ist Bullshit. Hallo. Wir sind zu Hause. Mann, ey. Boah, ey, Mann, ey. Ey. Mann! Und sterb halt. Sterb halt? Das ist grammatikalisch bestimmt nicht korrekt. Ich laber jetzt nicht mehr. Lass mir nur noch das Rauschen für mich sprechen. Das im Übrigen vermutlich wirklich von meinem PC kommt. Weil ich habe jetzt, wie gesagt, ein richtig gutes Mikro und das hat genau das gleiche merkwürdige Rauschen wie das alte. Aber nicht so laut. Ja, ach so, 10 ab. Oh, Gönni!
schaffst das! Du schaffst das! Ja! Die sterben, Bitch, ey. Ja! Mann! Da steht er am Abgrund. Und macht ein Dings, das voll das gute Statuenviech wäre. Yippie! Hallo, ich bin's. Flo? Die anderen? Ich bin euer... Sehen alle ein bisschen merkwürdig aus. Dann ist es ja gut. Du. Betty, entschuldige, ich wollte dich nicht schubsen. Spacko. Sie sind immer noch so gemein zu mir. Ich hab's jetzt verstanden. Papa hat immer gesagt, ich soll ein starker Mann werden. So wie du, Flo. No. Es geht aber nicht nur um Kraft, sondern auch um Mut. Na. Flo, du hast mich gerettet, oder? Vielleicht wird er ja einmal weg. Hoffentlich nicht. Unglaublich. Unglaublich. Oh, du könntest doch sicher auch den Goron in der Mine helfen, oder? Ja, wie kommst du denn darauf? Kein Bock, ey. Ah, dann kann ich ja jetzt sterben. Die Gemum. Komm mal hier. Dort. Nick. Voll die tragische Story und alle lassen ihn einfach da stehen, den armen Link. Aber egal. Denn nun ist unsere neue Aufgabe, die Goron in der Mine zu killen. Mit unserem Item, das ich im Übrigen noch gar nicht gezeigt habe. Moment, ich zeig's euch mal. Nee, falsche Taste. Also doch, Eisenstäbel, tue ich mal auf rechts legen und dann. Bams! Können wir ganz langsam laufen und. Können wir so reiten? Ja, können wir. Jetzt haben wir aber keine Stiefel mehr. Realismus pur. Da kommen wir nicht mehr. Okay, ich habe nichts. Ey, bleib stehen. Da war ein Typ. Was hast du denn zu sagen? Hallo. Ich rede noch mit dem und dann hören wir auf. Mit Jolkühn von Colin. Aber ist er doch sonst immer so ein Feigling? Aber wird doch wieder gesund, oder? Aber ich frage mich, wo Marco sich herumtreibt. Dass er nicht einmal einen Krankenbesuch bei Colin macht. Ich meine, er ist ja gerade erst gestorben, aber egal. Er ist in den Laden gegangen und hat gesagt, er will sich da was aufbauen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Solltest du ihm den Kopf abschneiden, Flo? Okay. Moment. Ist das hier vorne der Laden? Ja. Und da gehen wir dann beim nächsten Dingstar-Video rein. Und bis dahin, tschüss.